Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Satin Crew Talk. Und heute haben wir einen sehr besonderen Gast. Jo, ja. Wie geht's dir heute, mein Lieber? Mir geht's blendend. Wie geht's Ihnen? Mir geht es auch sehr gut. Aber für die Leute, die ihn nicht kennen, was wahrscheinlich relativ vielleicht einer wird, der irgendwo hinterm Mond wohnt. Tut mir leid, dass ich jetzt schon unterbreche, aber soll ich jetzt in die Kamera mal schauen, wenn wir reden, oder soll ich dich anschauen? Was dir lieber ist. Ja, okay, ich mach das dann sponti. Okay, führ fort. Sorry. Okay. Also, Moji, ne? Erstmal, hallo. Guten Tag, hallo. Dankeschön. Also, nur, dass du Bescheid weißt, wir haben gerade Samstagabend. Mhm. Ganz entspannt, danke, dass du an deinem Wochenende Zeit gefunden hast, dass wir hier einen kleinen Talk machen können. Das freut gar kein mich Problem. Sehr. Immer wieder gerne. Ja, ja. Aber wir machen jetzt nicht nur einen Talk sozusagen über Moji als Person. Also, es ist jetzt nicht so interviewmäßig, ne? Ich will ein paar Fragen stellen zu Leftlane. Mhm. Weil Leftlane ist ja nicht Merch. Mhm. Es ist ja einfach wirklich. Richtig. Es ist eine Marke. Es ist kein Merch. Nein, wenn jetzt ja einer so hier in die Kommentare schreibt von meinen Leuten, dass es Merch ist, dann scheppert hier Bands raus. Dann werden Leute gesperrt. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Nee, aber es ist ja wirklich kein Merch mehr. Die Qualität ist wie vom vernünftigen Modelabel. Muss man einfach sagen. Ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre. Aber meinst du, das juckt Leute, wenn wir jetzt über Leftlane reden? Wir können auch über was anderes reden, wenn du möchtest. Du kannst mich fragen, was du willst. Okay, gut. Du kannst mir auch sehr intime Fragen stellen. Ist es irgendwie so ein... Also, du machst es ja öfter, oder? Jeden Samstag, ja. Danke, dass du unseren Content schaust. Na, ich kenne doch alle Videos noch hier. Ich habe YouTube Plus. Ja, das heißt Premium. Sag ich doch. Mhm. Wir können über alles reden. Aber gut. Soll es so eine professionelle Richtung gehen? Soll ich jetzt... Wir können so einen Mix machen eigentlich, so ein bisschen professionell und dann so ein bisschen halt, wie du wirklich bist. Ja, dann lass ich auch ein bisschen den Entrepreneur-Business-Mobil raus. Hau raus. Sehr alles gerne. Einfach raushauen. Gut, dann fangen wir jetzt erstmal mit, Entschuldigung. Was? Du wolltest was sagen. Tut mir leid. Weißt du, was ich mir immer denke? Also das denke ich mir jetzt auch gerade. Ja? Du hast ja auch so deine eigene Community. Ja. Und da sind ja bestimmt auch Leute dabei, vor allem bei euren Contents so, die bestimmt was gerissen haben im Leben, die richtig sehr im Leben viele stehen, ja, erfolgreich sind und eloquent sich ausdrücken, gebildet sind, Doktoren, Ärzte, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kommt der Moment, die sitzen jetzt gerade vor dem Handy oder PC und sehen irgend so einen random Vollidioten, der aussieht wie ein Obdachloser mit einem Helm, der ist mit dir Quatsch. Da frage ich mich wirklich immer, was geht in deren Köpfen gerade ab? Was denken sie sich gerade? Keine Ahnung, Mann. Ohne Scheiß, keine Ahnung. Aber die Leute werden es mit Sicherheit gut finden. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Weil du bist einfach eine sehr interessante Person. Ja. Das Geile ist, man könnte mit dir einfach jetzt auch so weiterreden und die Leute würden es mega finden. Weißt du, was wir auch machen könnten? Hm? Flifla Flu bis 1. Was ist das? Kennst du Flifla Flu nicht? Wer ist denn Xing Shang Shang? Kennst du Flifla Flu? Was ist denn Flifla Flu? Xing Shang Shang. Er kennt das nicht. Ja, Xing Shang Shang. Ohne Brunnen. Okay, easy. Bis 1. Um den SEO. Flifla. Okay, wir machen einfach für die Ehre, okay? Okay. Flifla Flu. Flifla Flu. So, der GT3 ist meiner. Schneid es raus. Nee, auf keinen Fall. Das ist ja der Punkt, ne? Die Talks sind komplett uncut. Ah, okay. Also wir machen keine Cuts, auch wenn du jetzt was sagst, was du nicht sagen möchtest, ist doof für dich. Oh, gut, dass du mir das jetzt erst sagst. Ja, hatte ich dir per Memo gesagt, kann ich ja nicht dafür, wenn du nicht anhörst. Wie bitte? Nichts. Also gut, fangen wir erstmal an mit ein paar Basic-Fragen, ne? Mhm. Möchtest du dich einmal vorstellen? Oh, das kann ich nicht gut, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Das konnte ich in der Schule auch schon nicht gut. Okay. Also Alter 36, hat nee, große Probleme mit Haarverlust. Da hast du recht, ja. Aber im Winter ändert sich das vielleicht. Ich mache eine Haartransplantation eventuell. Machst du aber es ist ein anderes Thema. Lass uns auch bitte nicht über Haarausfall reden, weil darüber rede ich oft genug und auch Leute von meiner... Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Egal. Ich versuche mich vorzustellen. Hallo, guten Tag. Ich bin Mogli. Also eigentlich heiße ich auf YouTube Moji. Ich mache so Motorradzeug. Mhm. Auch wenn es viele Leute wahrscheinlich jetzt länger nicht mehr gesehen haben, weil ich... ich bin gerade nicht so aktiv, sagen wir es einfach mal so. Ich mache halt YouTube. Also ich bin hauptberuflich YouTuber. Mhm. Ich mache noch ein paar andere Sachen. So, ich stream. Ich habe eine Klamottenfirma, Leftlane, über die du reden wolltest. Richtig. Was aber wahrscheinlich keinen interessieren würde. Also ich kann mich nicht vorstellen, aber doch, dass das so spannend ist. Doch, ich glaube schon, weil es ist halt mal so eine andere Art. Ich meine, jeder erwartet jetzt, dass es ein normales Interview ist, dass ich frage Frau, Kinder und das ganze Zeug. Mhm. Aber Leftlane, es ist einfach, glaube ich, für einen YouTuber, vor allem in deiner Größe, schwer, aus Merch wirklich eine Marke zu machen. Voll, weil dieser Schritt, es ist ja nicht mehr so, du sagst auf YouTube am Ende des Videos, hier Shop, da. Du hast bestimmte Drops. Du hast deine Zeiten, wo du deinen Drop machst, eine limitierte Stückzahl, und die Leute versuchen, das Zeug ja wirklich zu bekommen.
Ja. Es ist ja nicht einfach so, ja, okay, ich, übermorgen gucke ich mal, was noch im Shop so ist. Mhm. Bei dir ist es ja so, du droppst, Minuten später ist ausverkauft. Mhm. Ja, also fast immer war das bis jetzt so, ja, safe. Das ist crazy. Das Ding ist auch, also, um jetzt so mal offen zu reden, so über dieses ganze Klamottenthema und sowas, bei vielen YouTubern ist es halt so, die, kannst du mich eigentlich ernst nehmen, wenn ich einen Helm auf habe? Ja, alles gut, ich versuche dir in die Augen zu gucken, ist ein bisschen schwer, aber... Also bei vielen YouTubern ist es ja so, oder nicht nur YouTubern, auch bei vielen Klamottenmarken ist es so, dass sie ihre Brand raushauen und dann halt diese Knappheit künstlich erschaffen. Ja. So, also ich will mich jetzt nicht besser reden als andere oder irgendwie sagen, ich bin der coolste, krasseste, ehrlichste oder so. Aber bei uns war es halt wirklich von Anfang an so, wir haben die Sachen nicht so produziert, also die Stückzahl jetzt nicht so angesetzt, dass es extra ausverkauft ist. Mhm. Weil ganz viele produzieren halt dann wenig, wissen, okay, das ist nach 10 Minuten ausverkauft, dann ist es ausverkauft und alle Leute denken, boah, krank, die Marke ist voll gehypt. Aber das funktioniert auch leider, oder was heißt leider, es ist ja nicht verwerflich irgendwo, finde ich. Aber viele machen das halt künstlich, damit die Sachen immer sold out gehen und damit halt die Leute dann beim nächsten Drop gehypter sind und so können die dann die Stückzahl immer weiter erhöhen. Ja. Aber das haben wir nie gemacht, weil ich wollte eigentlich schon von Anfang an, dass jeder, der was haben will, auch was bekommt. Ja. Klar müssen wir halt irgendwo auch wirtschaftlich denken und so und halt, ich kann jetzt nicht 20.000 Hoodies zu viel produzieren und dann darauf sitzen bleiben. Ja. Aber wir haben die Stückzahlen bis jetzt noch bei keinem Drop so gemacht, dass wir sagen, okay, das ist safe ausverkauft, sondern eher im Gegenteil, wir haben eigentlich immer mehr gemacht, damit halt irgendwie mehr überbleibt, aber bis jetzt war es halt so, dass es halt im Ausverkauf war, ja. Vor allem das Krasse ist ja auch, als du den ersten Drop gemacht hast mit Left Lane, ne? Du hast ja vorher keine Ahnung, wie viel bestellt wird. Kannst du ja schwer abschätzen. Ja, voll. Weil preislich ist es anders. Man muss ja sagen, Left Lane ist nicht das günstigste. Mhm. Ist ja einfach so. Mhm. Aber wie, du weißt nicht, welche Größen. Du weißt nicht, wie du preislich daran gehen sollst. Und Stückzahl. Deswegen glaube ich auch viele Leute, die es echt kacke finden, wenn die nichts bekommen, verstehen aber auch einfach nicht, dass du dahinter stehst und du musst dir ja irgendwie einfallen lassen, okay, da 1.000 davon oder 2.000 davon, weißt du? Es ist halt nicht so easy, glaube ich. Das Ding ist, ich konnte schon von Anfang an ein bisschen einschätzen, weil ich hatte ja davor Merch. So. Ja, ja, okay. Aber klar war es halt, ich quatsche jetzt einfach mal ein bisschen voll, okay? Hau raus. Also, bei mir ist es ja angefangen mit Merch. So, ich hatte damals, ich weiß nicht, ob du den Merch kennst. Das war damals, ja genau, das war damals so ein Totenkopf. Ja, ja, ja. Und da gab es dann Season 1, Season 2, ich glaube, bis Season 3 ging es, glaube ich. Also drei Varianten da vom Totenkopf. Und da war es halt so, dass wir den immer so ein bisschen abgewandelt haben. Also einen neuen Totenkopf quasi kreiert haben. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, okay, du kannst halt jetzt nicht mehr viel bei dem irgendwie verändern, dass es noch cooler wird. Der ist fertig so. Und ich hatte eh schon immer, also auch bevor ich YouTube gemacht habe, hatte ich immer schon irgendwie Bock, so meine eigenen Klamotten zu machen. Und so ist es halt dann irgendwie entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine richtige Marke, weil du halt dann viel mehr Optionen hast, du kannst halt dann viel mehr machen, so, du musst dich nicht auf den Totenkopf beziehen, du kannst ganz andere Zeugs anderes Zeug machen. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Aber klar, am Anfang war das halt, ich wusste halt auch nicht, wie das ankommt, weil es hätte auch sein können, dass die Leute sagen so, yo, ich mag dich zwar, du machst coole Videos und ich feiere auch dein Merch, weil ich ein Fan bin, aber mach jetzt mal nicht so auf Modedesigner und komm jetzt nicht mit einer Brand, so, weil dann kaufe ich mir lieber was anderes. Ja, klar. Und das war schon so eine Angst, die ich hatte, aber es ist halt dann zum Glück nicht so gewesen. Also die Leute feiern es, denke ich mal. Und also die Sachen sind ja auch einfach gut. Danke dir. Na, ist ja so, also man wird ja lügen, wird man sagen, die Qualität ist schlecht. Ich meine, du kümmerst dich ja sehr lange und intensiv auch darum, dass alles passt. Aber ja, ich finde Left Lane halt wirklich clever. Vor allem der Name ist genial, wie du den gesichert hast. Das verstehe ich bis heute nicht. Ja, da hatte ich ein bisschen Glück, ja. Das ist krass, dass du den hast. Ich wollte erst Fast Lane. Aber das war schon geschützt, ja. Fast Lane gibt's, ja. Ja. Nicht schlecht. Aber gut, also Left Lane, wann hast du es gegründet? Also die Firma? Letztes Jahr im Dezember. Krass. Ja. Und du meinst es ja auch wirklich ernst, ne? Wie meinst du? Ach, mit Tattoo? Ja, ja, stimmt, das ist schon heftig. Das ist schon echt crazy. Also wenn die Firma jetzt insolvent geht, dann, ja. Dann streichst du es durch und machst Right Lane. Wie bitte? Dann streichst du es durch und machst Right Lane. Ja, ja, genau. Nee, ich mach einfach so einen Strich dann durch. Ja, ja, ganz entspannt. So. Nee, aber cool. Was aber lass es nicht über, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt so krass wie Leute juckt. Du musst die richtigen Fragen stellen. Ich muss die richtigen Fragen stellen. Wie viel Geld verdienst du? Okay. Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Okay. Aktuelle Anzahl an Kindern und so ein Zeug. Ja, gut. Okay, gut. Wenn ich diese Fragen stellen darf, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Gut. Also, wie viele Leute wissen, du hast eine Wohnung gekauft? Das wissen viele, weil ich eine Story gemacht habe. Richtig? Ja.
Möchtest du dazu was sagen? Zu meiner Wohnung? Ja. Ja. Was hat der Mugli da ausgegeben? Ich hab mir da ein Eigentor geschossen gerade. So was. Boah, viel. Also, ja, klar, nein. Darüber kann man ja nicht reden. Aber über was man wirklich reden... Ja, auch im Prinzip. Also ich gehe eh eigentlich offen mit solchen Sachen um. Ja. Ungefähr eine Million. Ja, aber das ist ja auch bei den aktuellen Immobilienpreisen, ne? Ja. Ich muss auch sagen, München. München ist halt ja, crazy das teuer. Das ja, stimmt. Und ich habe nicht, falls jetzt irgendwie Leute denken, ich bin Multimillionär oder so, ich habe die natürlich nicht so gekauft, ich habe mir einen Kredit aufgenommen. Also er hat die Cash gekauft eigentlich, muss man schon echt sagen. Leftline läuft so krass. Das ist unglaublich. Ja, das sind auch alle meine Autos hier. Ja? Falls du mal irgendwas fahren willst, gib Bescheid, sag's mir einfach. Danke dir. Aber ich glaube wirklich ein Thema, was Leute interessieren könnte, ist, weil wenn du jetzt als neue Person auf den Kanal Moji kommst, ne? Ja. Du siehst die Views, du siehst die Abonnenten. Und du denkst dir wahrscheinlich, diese Person hat aktuell einen Hype. Ist ja einfach so, denken die Leute. Aber du ziehst das Ding ja schon echt lange durch. Und wie hast du es hinbekommen, dass du diesen Hype sozusagen beibehalten kannst? Weil das ist, glaube ich, echt eine schwere Sache. Boah, das ist... Weil deine Sachen ziehen ja durchgehend. Mhm. Es ist egal, wir haben ja vorhin schon geredet, du hast ja gesagt, du könntest eine Socke posten und das wird Likes kriegen. Ich habe sogar mal eine Socke gepostet an Silvester. Eben, also... Ja, ich weiß, was du meinst. Warum das jetzt so ist, das ist schwierig zu erklären, glaube ich. Oder was heißt zu erklären? Es ist schwierig irgendwie. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Also bei mir war halt das Ding, ich glaube, ich mache halt von Anfang an irgendwie so die Sachen immer auf meine Art. Mhm. Also ich orientiere mich nicht irgendwie an anderen Leuten. Also ich mache halt irgendwie mal so mein Ding. Mhm. Und so wie ich halt bin, mache ich das irgendwie. Und ich glaube, aber ich kann es dir nicht sagen, ob es jetzt daran liegt. Ich glaube aber daran liegt, dass ich halt einfach irgendwie so einfach mein Ding mache und irgendwie vielleicht so ein bisschen einzigartig bin. Mhm. Es ist immer super komisch, irgendwie über sich selber zu reden und sich selber irgendwie so... Wenn man sagt, wenn man einzigartig ist. Ja, das ist irgendwie fucking weird, aber... ich glaube, das ist so das Ding, weil ich halt einfach... Ich habe es irgendwie geschafft, frag mich nicht wie, Digga, dass die Leute sich für mich interessieren. Ja. So. Also die... Wie gesagt, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, ich mache ja eigentlich Motorradvideos. Eigentlich. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ich habe auch schon Videos gemacht, wo ich meine Katze, ich habe mal Nacho, kennst du ja meine Katze, ich habe mal Nacho gefilmt mit dem Handy, Hochformat, also Hochkant, und habe nichts gesagt. Ja. Ich habe nichts gesagt und habe den einfach irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten gefilmt, 10 Minuten, damit ich noch Werbung reinschalten konnte. Und das Video hat irgendwie 200 oder 300.000 Klicks, das ist halt krank eigentlich, brutal. Das ist halt verrückt. Was kriegst du da für eine Watchtime bei so einem Nacho-Video? Boah, da müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre mir echt interessant zu wissen. Nee, aber es ist schon echt krass, wenn man an diesem Punkt ankommt, wo du als Person einfach so oder so gefeiert bist. Mhm. Es ist echt krass. Das ist, glaube ich, echt das Schwierigste, was du so irgendwie hinkriegen kannst in diesem ganzen YouTube-Game. Ja. Und so. Da gibt es auch echt nur wenige Leute, bei denen es so ist, glaube ich. Also es gibt viele YouTuber, die viele Abonnenten haben, aber es gibt nur wenig Leute, wo die Leute sich wirklich... es gibt wenige YouTuber, wo die Leute sich wirklich für die Person interessieren. Das stimmt, ja. Bei Monte ist zum Beispiel ganz krank. Ja, bei dem ist Monte ist brutal. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Universum. Und bei ihm ist es halt, ich glaube, er ist so das beste Beispiel dafür, für einen YouTuber, der es geschafft hat, irgendwie, dass die Leute sich für die Person interessieren. Ja, Monte ist einfach nochmal eine komplett andere Liga. Da ranzukommen ist fast unmöglich eigentlich. Ja. Aber es ist trotzdem krass zu sehen, wie viele es eigentlich gibt, vor allem im Streaming-Bereich. Und ich glaube, da hat auch Twitch extremst geholfen, dass du halt dich besser connecten kannst mit der Person. Voll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Safe. Ja, Twitch ist da bestimmt ein großer Bestandteil. Wir haben ja auch schon vorhin kurz drüber geredet. Ja. Ich glaube, was bei mir halt auch gut ist so, dass ich halt viel Kanäle habe und viel mache, weil ich bin immer präsent. Also ich streame normalerweise 3-mal die Woche. Das kann auch sein, dass es ab und zu später wird. Wäre heute nicht ein Stream? Ja, heute. Heute ist Mittwoch, oder? Wie viel Uhr haben wir es gerade? Ja. Heute. Wir müssen jetzt eigentlich streamen. Wir haben 18 Uhr 23. Ja, um 19 Uhr müsste ich streamen. Das heißt... Heute wird es wahrscheinlich nichts. Das Video ist jetzt zu Ende, Mutti muss los. Nee, aber ich bin halt immer präsent. So, ich stream, ich habe meinen Reaction-Kanal, ich habe meinen Gaming-Kanal. Es gibt noch andere Kanäle, so Emoji-Clips und sowas. Und dadurch haben die Leute halt immer irgendwie Scheiße, mit der sie vollgemüllt werden von mir. Ja. Dass ich halt irgendwie immer da bin. Du bist präsent. Ja, genau. Du bist einfach mega präsent. Mhm. Das ist echt krass. Aber ich meine, das ist ja alles schön und gut. Aber wie man sieht, wir sitzen ja hier bei vielen Autos. Du hast ja auch eine Passion für Autos und nicht nur für Motorräder. Ich glaube, mittlerweile sogar gefühlt mehr für Autos, weil du ja nie Motorrad fährst. Du hast ein GT3. Mhm. Warum ein GT3? Warum ein GT3? Warum ein GT3? Mhm.
Also ich hatte da vorher einen C63 Mercedes, was auch ein geiles Auto war. Mega Auto. Aber ich weiß, ich habe mich irgendwie verliebt in Porsche, so keine Ahnung. Ich finde bei dem Auto halt geil, dass der so, er ist jetzt nicht Understatement, also der sieht schon irgendwie anders aus als andere Autos, würde ich sagen. Aber der ist halt nicht drüber, weißt du, ja, ich meine, ja, also du kannst mit dem Auto irgendwie zum Einkaufen fahren, klar, viele Leute schauen und so, aber es ist jetzt nicht so, so wie sowas. Also wenn du mit dem jetzt zum Einkaufen fährst, da, ja, ist halt drüber so ein bisschen, würde ich sagen. Das stimmt. Und ja, es sind auch ganz andere Sachen, also allgemein, wie das Auto fährt, der Sound, so der Dreh bis 9000, glaube ich, oder? 9000 Drehte, ja. So, das ist geil, der Sound, die Optik, ich finde das Auto wunderschön. Ist es auch zeitlos einfach. Ja, ist so ein bisschen Understatement, so, ich habe mich eben Porsche verliebt. Ja. Und deswegen, und was auch noch ein Punkt war, warum ich mir das Auto gekauft habe, ich wollte nicht so viel Geld kaputt machen. Und bei dem bin ich mir halt ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht so viel Geld verbrennen werde, auch wenn ich ihn fahre. Also ich bin ja jetzt schon mega viel gefahren, aber... ist ja 991.2, ne? Genau, ja. Aber du hast von Serie ohne OPF. Ja. Ja, dann bist du relativ sicher, ja. Voll, ja. Dann der bist ist du auch sicher. Schon gestiegen, soweit ich es weiß. Echt jetzt? Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber obwohl ich die Kilometer drauf gefahren bin. Wie viel hast du jetzt drauf? 30.000 fast. Krass, und wie viel hast du denn gekauft? Mit 13, glaube ich. Boah. Ja, ich bin, ja, fahr ab und zu mit dem Auto. Ja, aber ist, was ich echt gut finde, weil viele Leute kaufen sich dann so ein Auto und dann mal am Wochenende fahren oder so. Ist ja auch verständlich. Mhm. Aber du bist jetzt ja auch echt schon, du hast Drag Races gemacht, gegen unsere A-Klasse zum Beispiel. Ja. Und du gehst auch auf den Track. Ja, es ist wahrscheinlich schlauer, so wie die anderen Leute das machen. Definitiv, ja. Aber ich sehe das halt so, keine Ahnung, ich bin jung, das ist ein Traumauto, ich hätte vor ein paar Jahren niemals gedacht, dass ich sowas fahren werde. Ja. So, ich will das Auto enjoyen, einfach so viel Spaß haben damit. Und klar ist es dann wahrscheinlich wegen Wertverlust wieder dumm so, aber ist mir dann auch irgendwo egal einfach, weil... Du lebst nur einmal. Ja, ich lebe nur einmal, also ich will das Auto jetzt fahren, man weiß ja eh nicht, wie lange sowas noch möglich ist und so. Das stimmt, ja. Und deswegen fahre ich das Auto eigentlich. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen oder so. Also nee, sollte, aber warum auch, weißt du? Ich meine, wenn du den Gemälde kaufst, okay, das hängst du an die Wand, guckst du an, aber ein Auto hat 4 Reifen. Die müssen sich drehen und das ergibt schon Sinn. Safe. Drag Race müssen wir eigentlich nochmal wiederholen. Ich durfte ja unseren A45 nicht fahren. Das wollte ja Daniel machen. Das war auch unser erstes Treffen, ne? Ja, stimmt, da haben wir es zum ersten Mal gesehen. Das war das erste Treffen. Davor haben wir ein bisschen auf Insta geschrieben, wegen McLaren. Ja. Stimmt, das war das erste Treffen, ja. Was hältst du vom A45? Auch geil. Für ein A45? Sound war schon ist brutal, sehr, sehr stabil. Das ist auch ein cooles Auto, wirklich. Ist mega, nur zu teuer. Ist halt die sind zu teuer. Das war, ich weiß noch, damals, als ich jünger war und noch so gar kein Geld hatte, da war es damals, weil ich hab Freunde gehabt, die haben dann so ein, ich hatte einen Freund, der hat einen 1er BMW gehabt, okay? Mhm. Mit M-Paket und so, und das war halt damals crazy, also wirklich krank, wie Lambo eigentlich so. Und dann gab es aber immer noch Mercedes, so A-Klasse, die halt noch teurer war. Und da dachte ich mir dann immer so, Digga, wer verdient so viel Geld, um sich so ein Auto zu kaufen, weißt du, ich meine? Aber, das ist ein cooles Auto, ja, A-Klasse. Ist mega, Auto. Mega, mega gut. Du hast jetzt ja noch dein Fiat Lamborghini Ferrari Limited Edition One of One. Der Exot, ja, der italienische Exot, ja. Was kommt mit dem? Den werde ich jetzt tunen. Sehr schön. Ja. Ich werde mir da eine Spraydose kaufen demnächst. Mhm. Wahrscheinlich wird der gelb. Mhm. Sprühe ich ein bisschen an. Ich habe einen Spoiler gekauft, Felgen. Du hast mir schöne Sticker gemacht. Die wird man auch noch irgendwann sehen dann in den Videos. Die sind schön, ja. Und ja, da habe ich einiges vor. Hast du Winterreifen für den? Alberta. Okay, das wird sehr, sehr lustig. Das kann richtig lustig werden. Ich wollte sogar auf Bild mit dem Auto auf die Rennstrecke fahren. Warum nicht? Ja. Und danach würde ich ihn eventuell sogar kaputt machen. Aber weißt du, das ist halt das Ding, ich verstehe es für Content und so mega und weil es auch lustig sein kann, aber auch wenn es so eine kleine Kackkiste ist, man irgendwie hat das Charakter und man baut eine kleine Beziehung dazu auf. Safe. Es ist einfach so süß. Ja, voll. Ich weiß noch, als ich den gekauft habe, da bin ich dann direkt am ersten Tag einfach waschen gefahren, weil ich habe mich ein bisschen verguckt in das Auto. Ja, ne? Ich habe den schön gewaschen, schön sauber gemacht. So, ich habe schon, irgendwo habe ich eine Bindung. Ich weiß auch nicht, also das ist eigentlich der Plan, dass ich kaputt mache. Was heißt kaputt? Ich habe halt Bock, so Sachen zu machen, die du normalerweise nicht machst. Mal springen. Ich will springen. Ja, weißt ja, ich mein? Ich will springen, ich will fliegen wie ein Vogel mit dem Auto. Und aber vielleicht wird es auch so sein, wenn ich den dann getuned habe so ein bisschen, dass ich dann einfach sage, so, ey, der ist viel zu schade, um den irgendwie so zu behandeln und vielleicht behalte ich ihn dann auch einfach. Ja, warum nicht? Kann auch sein, ja. Ich meine, viel Wertverlust kannst du nicht bekommen bei dem Auto. Nee, ich glaube, Wertverlust werde ich da nicht mehr haben. Nee. Im Gegenteil, eher Steigerung. Das ist auch ein Investment irgendwo, weißt du, ich meine? Ja, natürlich, hundertprozentig. Aber eigentlich könnten wir machen, falls wir jetzt unseren hier Pickup kaufen sollten, Ram TRX, dass wir mal ein Seil hinten ran machen. Ja, Mann. Und wie Schlitten
dich durch den Schnee ziehen. Das hört sich nach einer sehr vernünftigen Idee an. Ist ja geil, ne? Können wir gerne machen. Okay, machen wir. Aber ich glaube, du musst noch zum Friseur, wie man sehen kann. Ja, ich sehe nicht gut aus aktuell. Ich muss unbedingt zum Friseur. Die zwei Haare müssen geschnitten werden. Ja, perfekt, danke dir, cool. Aufs letzte Video, was ich jetzt hier gedreht habe. Das Alpecin habe ich dir schon gegeben, ne? Ja, wenn du so weitermachst, mach ich noch einen Kratzer in den McLaren rein. Hat PPF, alles gut. Ah, okay. Kein Problem, ich meine, der GT3 steht hier vorne. Zünd die ganze Halle hier an. Guter Versicherungsschaden, würde ich mal sagen. Liebe Grüße an Patrick Kundler. Ja, komm, dann mach ich halt einfach gar nichts. Nee, aber wirklich cool, dass du Zeit hattest. Ich glaube, da werden noch ein paar lustige Videos kommen, wir machen werden. Wenn du Bock drauf hast, logischerweise. Ich hab Bock drauf. Für die Leute, die bei Moji noch nicht abonniert haben, logischerweise einmal auf Instagram vorbeischauen. YouTube, RealMoji auf Twitch. Und TikTok hat er heute auch hochgeladen, ist mega gut. Das Video müssen wir jetzt eigentlich mal so klein reinschneiden. Das Video einfach genial ist. Mein Tanz, meinst du? Ja, ist richtig gut. Willst du kurz tanzen? Nee, guckt euch einfach den TikTok an. Das finde ich jetzt schon traurig. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, ich bin krank, weißt du, ich meine. Ja. Ich glaube, du bist auch ein bisschen nervös. Ja, du machst mich nervös, ich bin aufgeregt. Verstehe ich auch. Nee, aber cool, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und für euch, falls euch das Video gefallen hat, natürlich das Video liken, in die Kommentare unten rein, den Kanal abonnieren, auf die Glocke habe ich fast vergessen, die Glocke drücken. Die Glocke ist wichtig, ne? Activate the Glocke. The Glocke. Dann einmal auf Instagram vorbeischauen und natürlich auf der Website. Von dem her, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.